Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Mitarbeitermittwoch. Auch heute stellen wir euch wieder eine Mitarbeiterin vor, die normalerweise nicht auf der Bühne steht, nicht im Scheinwerferlicht steht. Aber heute zerren wir sie ins Scheinwerferlicht. Und zwar ist das diese junge Dame. Hallo, wer bist du und woher kennen wir dich? Wir kennen mich vom Stoffel. Dort organisiere ich das Kinderprogramm. Und dann bin ich im Theaterladen vormittags tätig, verkaufe euch gerne Gutscheine und Tickets oder tausche eure Bambelheftchen in Karten um. Und ich bin auch am Tresen im Theater beschäftigt. Was machst du normalerweise, wenn du nicht im Stallburgtheater bist? Ich wohne zusammen mit meiner Familie seit 2012 in einem alten Fachwerkhaus, das wir selbst umgebaut, restauriert, renoviert haben, womit wir auch heute immer noch beschäftigt sind zwischendurch. Dazu gehört auch ein Garten, in dem ich selbst Obst und Gemüse anbaue. Seit neuestem haben wir auch 3 Hühner. Und wenn ich also nicht im Haus werkel und nicht im Theater arbeite, dann reise ich total gerne. Wie verbringst du momentan deine Zeit? Mit zu Hause bleiben und alles, was dazugehört, wie Homeschooling. Was aus deinem Theateralltag fehlt dir am meisten? Mir fehlen die Menschen. Künstler auf der Bühne, die Leute im Zuschauerraum und natürlich meine lieben Kollegen. Welches ist dein Lieblingsstück im Stallburgtheater? Oder muss ich mehrere sagen? Der Koch schießt nicht, der Rapunzel-Report und das Leben des Vernon Subutex. Hast du ein Lieblingszitat? Oh, das ist aus dem Rapunzel-Report. Und zwar, wenn die böse Hedwig Steinbach ihren Sohn Jochen am Telefon hat und ihn niedermacht, weil er ja jetzt auch Windeln wechselt, einkaufen geht, Bettwäsche und anderes. Und dann zu ihm sagt, ich hab's dir von Anfang an gesagt. Worauf freust du dich am meisten, wenn die Corona-Zeit endlich wieder vorbei ist? Auf die Freiheit, wieder unkompliziert Menschen und Freunde zu treffen, so viele man mag und wann man mag, und ins Theater zu gehen, auf Konzerte, Flohmärkte und tanzen zu gehen. Ich freue mich auch arg auf den nächsten Stoffel im Günthersburgpark. Ein Sommer ohne ist schon traurig. Was würdest du den Stallburg-Zuschauern gern mal persönlich sagen? Danke an die, die uns bis hierher schon unterstützt haben in dieser schweren Zeit, dass es auch zukünftig noch das Stallburg-Theater geben wird und dass es auch zukünftig noch den Stoffel geben kann. Denn ohne Stallburg-Theater kein Stoffel. Was würdest du besonders gern mal auf der Stallburg-Bühne sehen? Du hast die freie Wahl. Die freie Wahl, was auf der Bühne laufen könnte, das würde ich jetzt erstmal zurückstellen dafür, dass wir überhaupt wieder im Theater Start sagen können. Frankfurt ohne das Stallburg-Theater wäre wie? Ein Sommer ohne Festivals. Und zum Abschluss deine Lebensweisheit. Ich habe mein Repertoire an Lebensweisheiten von meiner Oma gelernt. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Oder Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Danke, liebe Nicole. Ja, liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder mit unserem Mitarbeiter-Mittwoch. Nicole und unsere anderen Mitarbeiter könnt ihr unterstützen, indem ihr mal vorbeischaut bei unserer Spendenaktion Ohne uns, nicht mit uns. In diesem Sinne.